Don John hier und heute erkläre ich dir anhand einer einfachen Methode, wie du die Frau dazu bringst, dass sie am ersten Date mit dir Sex hat. Es gibt verschiedene Methoden, wie du eine Frau dazu bringen kannst, dass sie am ersten Date mit dir schläft. Wir spulen jetzt mal den ganzen Verführungsprozess vor bis zu dem Punkt, wo du sie schon in deiner Wohnung hast. Und ihr habt schon ein bisschen rumgemacht, aber ab einem bestimmten Punkt will die Frau einfach nicht weitermachen. In der Pickup-Sprache nennt man das Last Minute Resistance. Das ist der Punkt kurz vor dem Sex, wo die Frau ablockt, wo es ihr doch zu viel wird. Und besonders bei Speed Seduction, bei Rapid Escalation, das heißt, wenn du die Frau so schnell wie möglich flachlegen willst, wird es dir oft passieren, dass du mit diesem Last Minute Resistance, also damit zu kämpfen hast, dass die Frau im letzten Moment doch noch abspringt und sagt, nee, das ist mir zu viel, ich kann das nicht. Und wenn du nicht damit umgehen kannst, wenn du nicht das handeln kannst, ihren Widerstand, dann hast du ein Problem, denn dann werden sehr viele Frauen abspringen und auf Dauer wirst du ziemlich frustriert werden, weil du einfach nicht beim ersten Date zum Sex kommen wirst. Und meistens ist es dann auch so, dass du diese Frauen dann auch auf Dauer verschreckst. Das heißt, du gehst so weit beim ersten Date, versuchst sie flach zu legen, es klappt nicht und die meisten Frauen werden sich infolgedessen nicht mehr melden, weil sie merken, ja, beim nächsten Date will ich mich gleich nur wieder flachlegen. Das heißt, diese Game-Methode, du spielst alles oder nichts, blow me or blow me out, also blas mir ein oder verschwinde. Aus dem Grund ist es wichtig, dass du lernst, wie du mit Last-Minute-Resistance umgehen kannst. Natürlich sollst du die Frau auch nicht vergewaltigen, das geht gar nicht, ist ein No-Go. Aber es gibt bestimmte Techniken und Methoden, wie du die Frau dazu manipulieren kannst, dass sie im Endeffekt dann so angetan ist, dass dann quasi der Punkt of no return erreicht ist bei ihr, an dem sie sagt, fuck off, scheiß auf meine Prinzipien, los, lass uns jetzt Sex haben. Und ich habe diesen Punkt schon so oft erlebt und du denkst dir einmal, what the fuck, einfach dieser Switch auf einmal von einem no, no, no zu einem, ja, ich will es sofort, wie kann dieser Switch so schnell vonstatten gehen? Das Ding ist, du musst die Frau dazu bringen, dass sie sexuell erregt wird und das ist die einzige Möglichkeit, mit der du das schaffst, diesen Widerstand von ihr auszuhebeln, sodass sie dann am Ende diesen Point of No Return erreicht und wenn sie diesen Point of No Return erreicht, ist sie bereit für Sex mit dir. Es gibt viele verschiedene Techniken, um diese Last Minute Resistance auszuhebeln und die Frau sexuell heiß zu machen und sie dann doch noch zu bewegen, dass sie am ersten Date mit dir Sex hat. Eine davon will ich dir jetzt erklären. Es ist so, ihr liegt jetzt schon im Bett, du machst ein bisschen mit dir rum und sie sagt, nein, das geht nicht. Stell dir vor, es gibt einen Käufer und einen Verkäufer. Der Verkäufer will den Käufer dazu zu bewegen, zu kaufen. Und der Verkäufer sagt, kaufen, kaufen, kaufen. Und der Käufer sagt, nein. Wenn der Verkäufer jetzt wieder sagen würde, kaufen, 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 dann sagt der Käufer, nein. Und diese Fronten verhärten sich. Was der Verkäufer stattdessen machen sollte, wenn er ein Nein von dem Käufer gehört hat, heißt, er geht einen Schritt zurück, Smalltalk wieder ein bisschen mit dem Käufer, nimmt die Spannung aus der Situation raus, tut Dinge dafür, dass sich der Käufer wieder wohlfühlt, baut eine Verbindung auf und dann schlägt er wieder zu und sagt, hey, willst du nicht vielleicht kaufen? Und der Käufer sagt, ja, okay, warum eigentlich nicht? Und so closed er den Deal. Also ähnlich machst du das auch, wenn du mit der Frau im Bett bist. Sagen wir so, du bist jetzt auf ihr und du reibst sie schon an ihr und fässt sie an und sie wird geil und jetzt sagt sie, nein, ich will nicht. Es geht nicht mehr. Und du versuchst noch wirklich weiterzumachen, aber du merkst, okay, sie will wirklich nicht. Und wenn ich jetzt noch weitermachen würde, würde das weitere Spannung aufbauen, allerdings keine sexuelle Spannung, sondern eine negative Spannung, eine Spannung, wo sich die Frau einfach immer unwohler fühlt, weil sie einfach sich jetzt im Moment, es ihr zu schnell geht und sie keinen Sex haben will. Was ich meistens in dem Fall mache, ist, ich lege mich ins Bett, erst bin ich auf ihr, dann lege ich mich neben sie, ich nehme sie in den Arm, sage, komm, leg deinen Kopf an meine Brust, und nimm quasi so den Druck aus der Situation. Ich bin nicht mehr über sie, sondern sie ist quasi über mir, beziehungsweise ihr Kopf liegt an meiner Brust. Sie hat also quasi mehr Kontrolle in dieser Situation. Und was ich jetzt mache ist, und das ist wirklich key, das ist ein Schlüsselelement, ich nehme ihre Hand und je nachdem, wie die Situation schon ist,
Die aggressivere Methode ist, ich nehme ihre Hand und lege sie direkt auf meinen Schwanz. Die andere Methode ist die etwas softere Methode und das musst du selber entscheiden, wie angespannt, wie sexuell erregt ihr beide schon seid oder die Frau auch ist. Die andere softere Methode ist, dass du ihre Hand nimmst und sie auf deinen Arm legst. Und dann sagst du, fang mich an zu streicheln oder beziehungsweise du nimmst einfach ihre Hand und streichelst einfach deinen Arm. Und du sagst, das fühlt sich gut an, wie gefällt es dir, mich zu streicheln? Und dann sagt die Frau in den meisten Fällen, ja, es ist echt gut. Und dann sagst du, ja, das ist echt schön und fass mich hier noch ein bisschen weiter an, hier am Unterarm. Oh ja, das fühlt sich echt schön an, so ein bisschen zu kuscheln. Die aggressivere Methode, wenn du eben ihre Hand auf deinen Schwanz gelegt hast, dann fängst du an, mit ihrer Hand über deinen Schwanz zu streicheln und mit der Zeit merkt die Frau, okay, das macht sie nämlich auch geil. Das macht sie schneller geil, als wenn sie nur deinen Arm streichelt, aber auch das macht sie geil, nur eben ein bisschen langsamer. Warum ist es so? Du hast eben die Spannung aus der Situation genommen und die Frau hat das Gefühl, die Kontrolle über die Situation zu haben. Und das Nächste, das macht die Frau nämlich eben auch geil, wenn sie dich anfasst. Es ist nicht nur so, dass du musst die Frau anfassen, damit sie geil wird, sondern es ist auch umgedreht so. Stell dir vor, du fasst eine Frau an, du streichst ihre Beine, ihren Arsch, ihre Brüste und fasst sie an und das macht dich ja automatisch geiler, wenn du den Körper anfasst. Und so ist es aber auch umgedreht. Wenn die Frau dich anfasst, wird sie dadurch auch geiler. Sie wird horny und bekommt auch wieder mehr Lust auf dich. Und da sie eben selbst das Tempo bestimmt, fühlt sie sich sicherer, wird gleichzeitig sexuell wieder erregter, weil sie eben dich anfasst, entweder gleich an deinem Schwanz oder eben erstmal hier langsam im Arm entlang. Aber du sagst ihr, was sie machen soll, wenn sie merkt, dass es dich antörnt, törnt sie wiederum an. Und dann kannst du langsam wieder dazu übergehen, sie zu streicheln und das geht dann ineinander über. Also wie gesagt, sie fängt an, dich zu streicheln, du übernimmst die Führung, dass sie anfängt, dich zu streicheln, egal jetzt ob unten oder oben. Und wenn sie das 1, 2, 3, 4 Minuten gemacht hat, fängst du an, wieder sie zu streicheln, dann schaust du sie an, dann nimmst du ihren Kopf und küsst sie leicht und steigerst so langsam die Intensität. Und das hat mich sehr oft dann doch noch zu dem Sex gebracht, obwohl es eigentlich schon aussichtslos erschien, obwohl sie schon tausendmal gesagt hat, nein, es wird keinen Sex geben, definitiv nicht, ich bin nicht so eine. Und aber wir sind alles nur Menschen. Und die Natur hat es so eingerichtet, wenn sich ein Mann und eine Frau streicheln, denkt sich das Hirn jetzt, okay, bereit für Sex machen. Ein Chemiecocktail wird ausgeschüttet und unabhängig davon, wie die Ausgangssituation war und was im vorigen Moment noch für Regeln gegolten haben, das kann im nächsten Moment schon komplett anders sein. Besonders bei Frauen. Frauen sind Gefühlswesen. Sie können auch von einem Moment so sein und im anderen Moment komplett anders. Deswegen, wenn dir eine Frau sagt, sie will nicht, dann solltest du es schon ernst nehmen. Das ist dann in dem Moment wirklich eine wahre Entscheidung. Aber erkenne auch, dass du diese Entscheidung im nächsten Moment, dass sie die komplett wieder ändern kann. Und du kannst dabei helfen, indem du einfach den Druck aus der Situation nimmst und sie dazu bringst, dass sie anfängt, deinen Körper zu streicheln. Dadurch nimmst du die Spannung, wie gesagt, aus der Situation. Sie hat die Kontrolle über die Situation und sie wird gleichzeitig geil dadurch, was ihr wahrscheinlich auch nicht so bewusst ist. Und wenn sie merkt, dass es dich anturnt und du sie wieder anfasst, langsam Schritt für Schritt, wirst du so sehr oft doch noch zum Sex kommen am ersten Date. Und das ist wirklich key. Wenn du nicht weißt, wie du den Last Minute Resistance, also den Widerstand im Bett beim ersten Date aushebelst, wirst du viele erste Dates haben, bei denen du nicht mit der Frau im Bett landest und das verzögert sich dann alles nach hinten, aufs zweite Date, aufs dritte Date oder eben, was in meinem Fall oft ist, es kommt, wenn ich sie nicht beim ersten Date laye, wenn ich nicht beim ersten Date Sex habe, sehe ich sie in vielen Fällen gar nicht mehr, weil ich einfach schon so aggressiv beim ersten Date rangegangen bin, dass es entweder, ich gehe all in, entweder es klappt oder die Frau will mich selbst dann nicht mehr wiedersehen. Deswegen ist es wichtig, war es auch für mich wichtig, damals zu lernen,
wie ich eben diesen Last Minute Resistance überwinde und diesen Point of No Return erreiche, an dem die Frau ihre sagt, scheiß auf die Prinzipien, scheiß auf das, was ich immer gedacht habe, scheiß auf meine Moral, ich will jetzt doch Sex haben. Wie hebelst du Last Minute Resistance aus? Wie bringst du die Frau doch noch dazu, dass sie bereit ist, beim ersten oder beim zweiten, dritten oder auch vierten Date, ich weiß nicht, wie schnell du Frauen verführst, wie schnell, durch welche Methoden hebelst du ihren Widerstand aus, sodass du den Point of No Return von ihr erreichst und sie doch noch mit dir schlafen will. Schreib mir deine spezielle Technik unten in die Kommentarfunktion. Ich bin sehr gespannt darauf und vielleicht lerne ich selber noch etwas Wertvolles dazu. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video.